Gadget, wer hat eine heiße Spur? Oh, oh. Ja, natürlich, Herr Inspektor Gadget. Das ist doch ganz klar, Inspektor Gadget hat eine heiße Spur. Oh, oh. Weiß auch, wer es war, Inspektor Gadget. Das ist doch ganz so, ne, klar. Ja, ja, bei ihm macht's Klick. Gadget hat den Röntgenblick. Gadget hat Mut. Kein Wunder mit ihm. Schreckt vor nichts zurück. Inspektor Gadget ist ein tolles Stück. Er ist ganz enorm. Inspektor Gadget ist in super Form. Ja, ja, jetzt macht's Klick. Ab und zu kommt's auch ganz dick. Gadget, geht ran. Zeigt euch, was er kann. Wer ist wieder da? Inspektor Gadget, wer hat eine heiße Spur? Ja, natürlich, Herr Inspektor Gadget. Es liegt in deinem eigenen Interesse, die Sache gut zu machen, Bambini. Keine Sorge, Dr. Kralle, das werde ich. Schließlich steht mein guter Ruf als größter Magier der Welt auf dem Spiel. Also, dann sag mir sofort meine Zukunft voraus. Kein Problem. Ich sehe Diamanten, nichts als Diamanten in ihrer Zukunft. Dann sorg dafür, dass ich sie sofort kriege. Jawohl, Dr. Kralle. Onkel Gadget, hast du dran gedacht, die Alarmanlage einzuschalten? Na klar, Sophie, aber ich sehe lieber noch mal nach. Ja, hier müsste es sein. Ah, das ist sicher für uns. Hilfe, helfen Sie mir doch. Hilfe. Ja, hier war ich zum letzten Mal. Dieses Lebensmittelpaket stand vor der Tür. Ich lege gleich alles weg. Find ich eigenartig. Ach, Sophie, sei so gut und schalte das Sicherheitssystem wieder ein, ja? Sofort, Onkel Gadget. Meine Schlüssel. Oh nein, jetzt geht das schon wieder los. Einen Moment mal. Go, go, Gadgetolupe. Ach du liebe Gadget, Sophie, ein Dieb. Aber nein, Onkel Gadget, das ist doch der Lieferant. Ach was, Lieferant? Der hat doch gar nichts zu liefern. Tut mir leid, aber mein Onkel hielt dich leider für einen Dieb. Bei dem Spinner habe ich jedenfalls zum letzten Mal geliefert. Ich esse zu gern Chinesisch, Onkel Gadget. Aber man muss auch verstehen, mit den Stäbchen umzugehen. Das Geheimnis ist die richtige Haltung der Finger. Seht her, so. Köstlich war das. Fino, heute bist du aber dran mit Abwaschen. Was? Ich bin dran? Ja, Onkel Gadget. Gestern hat er abgewaschen. Also gut. Tut mir leid, Chef. Ach du lieber Gadget, mein super geheimes Gadgetophon hat geläutet. Sind Sie es, Chef? Sind Sie irgendwo am Meer? Was? Ich komme, Chef. Chef, was machen Sie denn im Gadgetto-Geschirrspüler? Nehmen Sie ein Bad? Lesen Sie. Das diamantenspuckende Lama des Königs von Alpakastan soll entführt werden, Stop. Kümmern Sie sich darum, Stop. Es ist höchste Eile geboten, Stop. Diese Nachricht zerstört sich von selbst, Stop. Alpakastan. Da findet doch gerade das Flobbyball-Turnier statt. Ich gehe der Sache sofort nach, Chef. Sie können sich auf mich verlassen. Inspektor Gadget, immer bereit.
Oh nein! Was machst du, Onkel Gadget? Ich bin hinter einer Sache her. Was hältst du davon, wenn wir dir beide helfen? Ihr solltet lieber hierbleiben, Sophie. Die Sache ist zu gefährlich für euch. Wie du meinst, Onkel Gadget. Er hat seinen Flubbiballschläger eingepackt. Es gibt nur einen Ort, wo man Flubbiball spielt. Genau, Fino. Alpakastan. Wir sollten Onkel Gadget lieber begleiten. Man weiß ja nie. Gadget, Pops! Ja, Dr. Kralle? Gadget fliegt nach Alpakastan. Reserviere einen speziellen Platz für ihn. Ja, klar, Dr. Kralle. Entschuldigen Sie, ich hatte einen Platz nach Alpakastan gebucht. Natürlich, Monsieur. Wollen Sie Raucher oder lieber Nichtraucher? Nein, lieber Nichtraucher. Ein Platz, der raucht, könnte eventuell gefährlich werden. Oh, du, Fino! Die Kartenverkäuferin ist ein Agent von Matt. Wir dürfen Onkel Gadget nicht aus den Augen lassen. Die Sache gefällt mir nicht. Glaubst du, dass Matt uns überwacht? Wir müssen ganz besonders gut aufpassen. Zuerst mal den Luftdruck senken. Und dann... Das Schlafgas wird seine Wirkung bei Inspektor Gadget bestimmt nicht verfehlen. Inspektor Gadget, alle Passagiere müssen die Maske unserer Gesellschaft tragen. Es ist Vorschrift. Dann setzen Sie sich schnell auf. Bist du erdessen? Haben wirklich alle Hände voll zu tun? Go, go, Gadget, du Hals. Die schlafen ja alle. Eine müde Gesellschaft. Da werde ich auch ein kleines Nickerchen machen. Naja. Fino! Aufwachen, aufwachen! Jetzt sie schlafen. Wir müssen die Gelegenheit nutzen. Dann nicht. Dann werde ich mich eben um Inspektor Gadget kümmern. Ach du lieber Gadget. Go, go, Gadget, du Schirm. Ach du lieber Gadget. Go, go, Gadget, du Schrauber. Ach du lieber Gadget. Ach, entschuldigen Sie, können Sie mir vielleicht sagen, wo ich gelandet bin? Beruhige dich, hör auf zu weinen. Onkel Gadget wird es schon schaffen. Sieh mal da. Dieses Lama spuckt nicht nur, es läuft auch noch rückwärts, finde ich eigenartig. Höchst eigenartig finde ich das. Hurra! Ich gehe zum Palast, um den König und sein Lama zu finden und du bleibst bei Onkel Gadget. Sind Sie bereit für meine erste Prophezeiung? Ich warte. Sie gehen auf eine große Reise. Euer Majestät, Euer Majestät! Ihr habt bei der großen Lotterie von Alpakastan gewonnen! Ihr habt eine Reise nach Hawaii gewonnen! Sie sind erstaunlich! Ich liebe solche Prophezeiungen! Danke, Euer Majestät! Sitz hier nicht rum, mach, dass du rauskommst! Und jetzt komme ich zu meiner zweiten Prophezeiung. Ich sehe einen Unfall. Unglücklich und unvorhersehbar, aber natürlich nicht für mich. Ach, du lieber Gott, ein Unfall! Sie sind in Gefahr, Majestät. Kleiner Bambini. Angerufen, Bambini. Ich bin soweit. Euer Majestät, wenn ich euch bitten dürfte, etwas zur Seite zu treten. Ich habe das Gefühl, Sie sitzen da sehr gefährlich. Das ist ja unglaublich, wie Sie das alles machen. Das ist ja nicht zu fassen.
großer Vabini. Ihre zweite Prophezeiung hätte sich beinahe erfüllt. Ohne sie hätte ich einen schrecklichen Unfall gehabt. Ach, dieser Gadget. Er lebt ja immer noch. Beseitigt ihn, bevor er meine Pläne zunichte macht. Diesmal versage ich nicht nochmal, Dr. Kralle. Was für ein wunderschöner Ort. Inspektor Gadget, mit besten Empfehlungen von der Stadtverwaltung. Oh, was für ein liebenswürdiger Empfang. Entschuldigung, Monsieur. Ich war etwas in Gedanken. Ich kann Sie leider nicht verstehen. Tut mir leid. Entschuldigen Sie, aber Sie sind mir zu lebhaft. Go, go, Gadgetto, halt! Der Kerl ist wirklich ein bisschen aufdringlich. Wenn ich nur wüsste, was für eine Sprache das ist. Ah, jetzt verstehe ich. Warum sagen Sie nicht gleich, dass Sie das Buch haben wollen? Für mich ist es wertlos. Ich kann nicht drin lesen. Ich spreche nur Deutsch. Das Buch können Sie gerne haben. So, und jetzt suche ich mir erstmal ein Hotel. Er ist ja immer noch am Leben. Ich glaube, ich muss den großen Vambini persönlich bemühen. Gadget ist am Leben. Er läuft dir über den Weg. Beseitige ihn. Ich sehe einen großen Schatten auf der Zukunft unseres lieben Inspektors. Also sorge dafür, dass dieser Schatten für die Ewigkeit ist. Kleiner Vambini, Gadget ist unterwegs. Häng dich dran und lass ihn nicht aus den Augen. Ja, verstanden, euer Gnaden. Worauf habe ich mich dann nur eingelassen? Nach der dritten Prophezeiung gehört mein Lama Ihnen. Es fällt mir schwer, mich von dir zu trennen, mein Schatz. Geschäft ist Geschäft, Euer Majestät. Wir kommen also zur dritten Prophezeiung. Ich möchte das Ergebnis des Floppyballspiels, das hier morgen stattfindet. Wenn die Königin, meine Gattin, ihre Wette gewinnt, höre ich sie ständig darüber reden, entsetzlich. Gebt mir euer Lama und ich sage euch den Namen des Siegers, hä? Ich kann meine Lilly nicht weggeben, sie ist wie mein eigenes Kind. Ihre Lilly wird es gut bei mir haben, denn sie wird das Lieblingstier des großen Bambini. Mein Gott, warum gab ich nur dieses Versprechen? Also los, machen Sie Ihre dritte Prophezeiung. Einverstanden. Hier müssten eigentlich noch Zimmer frei sein. Ach, sagen Sie... Oh, Inspektor Gadget, ist das eine Überraschung. Dürfen wir Sie einladen? Seien Sie Gast des großen Bambini. Was sagen Sie? Bambini? Welch Zufall! Er ist mein Lieblingsmagier! Der berühmte Inspektor Gadget erweist mir die große Ehre, mein Gast zu sein. Die Ehre ist ganz auf meiner Seite. Was kann ich für Sie tun, um Sie zu erfreuen, Inspektor? Es wäre fantastisch, wenn Sie mich halbierten. Keine schlechte Idee. Aber jetzt müssen Sie mich kurz entschuldigen, Inspektor. Denn ich muss jetzt zu seiner Majestät. Wegen der dritten und letzten Prophezeiung. Er erwartet mich. Das trifft sich gut. Ist er nicht außergewöhnlich? Er ist mein Lieblingszauberer. Ja, ja. Ich sehe es ganz deutlich. Die Mannschaft im gestreiften Trikot wird gewinnen. Und wenn Sie sich nicht irren, wird mein Lama Ihnen gehören. Oh, ich gewinne meine Wette gegen die Königin. Das passiert zum ersten Mal. Noch nie habe ich eine Wette gegen die Königin gewonnen, Inspektor Gadget. Sie hat nämlich auf die Mannschaft mit den Punkten gesetzt. Also werden wir dafür sorgen, dass die Gestreiften gewinnen. Ich weiß auch schon wie. Ja, wo bist du? Behalt ihn im Auge. Ich brauch dir nicht zu sagen, was der große Bambini vorhat. Oh je, da kommt jemand. Es waren die Agenten von Matt. Der große Bambini hat's nicht gern, wenn man hier rumspioniert. Oh.
Fino, hörst du mich? Ein Agent von Matt hat mich geschnappt. Ich bin im Omnibus eingesperrt. Hilf mir! Gadget! Gadget lebt ja immer noch! Ich kann nichts dafür. Ihr seid alle Versager. Den werde ich mir kaufen. Na warte, Gadget. Dich krieg ich schon. Während des Spiels mit meinem Computer zu steuern. Ich trenne mich nicht von meiner Lili, großer Vampini. Zu spät, Euer Majestät, zu spät. Am Ende des Spiels wird das Lama mir gehören. Sieh mal da, Fino. Von da oben werden die gesteuert. Geh aufs Spielfeld und hilf den Gepunkteten, verstanden? Ich versuche unterdessen, die Roboter zu übernehmen. Chef Contier, bitte melden. Die Mannschaft mit den Punkten setzt einen neuen Spieler ein. Der Spieler kommt mir irgendwie bekannt vor. Go, go, Gadgetto Hals mit Gadgetto Fernrohr. Ach du lieber Gadget, jetzt weiß ich, wer das ist. Ein Agent von Matt. Go, go, Gadgetto Beine. Die gesteifte Mannschaft braucht mich. Das Spiel ist ausgeglichen. Es steht jetzt 1-1. Ich hab dich entlarvt. Sehr liebenswürdig. Gadget hilft mir, das Lama zu kriegen. Tut mir leid, Onkel Gadget. Den werde ich's jetzt mal vormachen. Ach, lieber Gadget. Fino, dir bleiben noch ein paar Sekunden. Damit müsste ich den Roboter aufhalten. Go, go, Gadgetto Schießschrauber! Und hier der endgültige Spielstand. 2-1 für die gepunktete Mannschaft. Hurra! Meine kleine Lili bleibt bei mir. Meine Mannschaft hat das Spiel gewonnen. Verflucht! Helle. Also, Gadget, das Lama ist wohl auf und Sie wohl auch. Ich frage mich, wie Sie das geschafft haben. Ganz einfach, ich bin einfach ein Naturtalent. Aber wie kommt ihr denn hierher? Wir. Nein, lass mich raten, ihr seid mit Chef Contier nach Alpakastan gekommen, wegen des Floppyball-Turniers. Soll ich Ihnen mal was verraten? Ich höre, Gadget. Ich habe nicht so viel Ahnung von dem Spiel. Aber unser Spiel ist noch nicht zu Ende. Ich komme, Fino, Achtung! Hast du dir was getan, Onkel Gadget? Wenn du so einen gefährlichen Sport treibst, solltest du immer eine Schutzkleidung tragen. Ja, genau. Du hast ganz recht, Sophie. Denk dran, wenn du Rollschuh oder Schlittschuh läufst, musst du immer Ellbogen- oder Knieschützer tragen. Und auf den Kopf einen Sturzhelm, wie Fino.
Das ist doch ganz klar, Inspektor Gadget, hab ne heiße Spur. Oh. Weiß auch wer es war, Inspektor Gadget, das ist doch ganz so. Ne, klar. Ja, ja, jetzt macht's Klick. Ab und zu kommt's auch ganz dick. Gadget, geh ran. Zeigt euch, was er kann. Wer ist wieder da? Inspektor Gadget, wer hat eine heiße Spur? Ja, natürlich er, Inspektor Gadget.